Zwischen den Plätzen, welche mich riefen, welche mich rochen, suchte ich nach Land in den Blättern. Zwischen den Blättern krabbelten Käfer und vertrieben meine Zeit. In den Wänden des Kopfes war Uhr, Laub. Unter der Straße schliefst du, in einer Teilzeitverabredung mit Gott. In den Köpfen der Mädchen war Öl für die Haut. In der Haut liefen Bakterinas und Ballerinas umher. Sie flirteten und flatterten elfenhaft und rochen nach Aalsuppe. Sie hatten einen Hauch Mandelöl und steigende Preise an sich. Gepfefferte für die Softdrinks. Gesalzene für die Hardware. Ich küsste deinen runden Mund platt. Du schmecktest nach Zeitung, nach Hamburger Abendblatt oder Alstertal-Anzeiger. Beim Hausbesuch zeigte mir die Hausärztin ihr Bürzel und putzte damit das Stethoskop. In deinen Schleimhäuten lebt Peter Ustinov. Er sägt Jungfrauen in den Schlaf. Saseler Chaussee. Vom Saseler Park bis zum alten Teich, mit Blick auf den Bramfelder See. In der Mitte geht's die Rolfingstraße hinauf ins Herz vom schönen Alstertal. Bettina Maria Popel ist eine Mumpezianerin.
Sie gibt in dieser Disziplin VHS-Kurse. Wenn sie im Türrahmen steht, ist dieser komplett ausgefüllt. Ich hörte dich singen, ein leises Mal.